Mathematik, Regelmäßigkeit des Zufalls, Wahrscheinlichkeit. Wir werden lernen, was die absolute Häufigkeit ist, was die relative Häufigkeit ist, wie man die Wahrscheinlichkeit bestimmt, und werden wir noch drei Beispiele anschauen. Zuerst die absolute Häufigkeit. Nehmen wir an, wir hätten eine Münze und möchten schauen, ob die Münze auf Kopf oder Zahl fällt. Wir würden messen und würden eine bestimmte Anzahl Kopf haben und eine bestimmte Anzahl Zahl. Die absolute Häufigkeit ist die Anzahl Ergebnisse einer Möglichkeit. Hier zum Beispiel bei Kopf wäre die absolute Häufigkeit 6. Bei Zahl die absolute Häufigkeit 8. Oder hier noch ein weiteres Beispiel mit einem Würfel. Hier mögliche Resultate und die absolute Häufigkeit der Zahl 2 wäre zum Beispiel 5, der Zahl 4 0, der Zahl 6 3 und so weiter. Die relative Häufigkeit. Die relative Häufigkeit ist die Anzahl Ergebnisse einer Möglichkeit, also die absolute Häufigkeit, geteilt durch die Anzahl durchgeführter Versuche. Also jetzt hier zum Beispiel bei der Münze hätten wir 6 mal Kopf und 8 mal Zahl, das gibt 14 Versuche. Die relative Häufigkeit für Kopf wäre 6 durch 14 gleich 0,458557 oder in Prozent mal 100 45,86. Die relative Häufigkeit für Zahl wäre 8 durch 14, 0,571428 oder 57,14%. Hier unten, wenn wir die relative Häufigkeiten des Würfels ausrechnen möchten, wäre die Anzahl Versuche 17, also alle Zahlen zusammengerechnet. Und jetzt ausgerechnet in Prozent hätten wir hier die Resultate. Wir sehen, dass die Zahl 4 eine absolute Häufigkeit von 0% hat. Die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist von den Möglichkeiten abhängig. Sie kann berechnet werden. Hier ein Beispiel mit der Münze. Die Münze hat zwei Möglichkeiten, entweder Kopf oder Zahl. Also wir könnten entweder einmal Kopf oder einmal Zahl, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt, ist 0,5 und Zahl auch 0,5 oder in Prozent 50%. Beim Würfel haben wir 6 Möglichkeiten, jede Zahl also ein Sechstel, eine Wahrscheinlichkeit von 0,1666 oder in Prozent 16,67%. Die Wahrscheinlichkeit ist die Anzahl richtiger Lösungen durch Anzahl Möglichkeiten, zum Beispiel eine Zahl beim Würfel, 1 durch 6, das gibt ein Sechstel. Jetzt drei Beispiele.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der Augenzahlen von zwei Würfeln 10 gibt? Nehmen wir an, wir hätten einen roten und einen grünen Würfel. Beim roten Würfel hier alle Möglichkeiten, also das sind entweder die Zahl 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 entsteht und genau das gleiche beim grünen Würfel. Und so haben wir schnell alle Möglichkeiten. Wie wir aus der Tabelle sehen, die Resultate, die 10 ergeben, sind rot 6, grün 4, rot 5, grün 5, rot 4, grün 6. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe 10 ist, wäre 3 durch 36, also 36 Möglichkeiten und 3 sind richtige Lösungen. 0,0833 oder 8,33%. Beispiel 2. Wir haben ein Raster und jetzt hätten wir eine Spinne beim Punkt A. Und jetzt die Spinne, die kann nur nach oben oder nach rechts gehen. Man muss beobachten, durch welche Punkte die Spinne geht. Also zuerst schauen wir alle Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit. Und hier werden die Resultate festgehalten. Zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit. Es ist wichtig, dass wir ein System suchen, um alle Möglichkeiten herauszufinden. Jetzt hier zum Beispiel immer alles nach oben und dann nach rechts, wenn keine weiteren Möglichkeiten übrig sind. Also jetzt A bis E. Die siebte Möglichkeit. Die achte Möglichkeit. Jetzt die 10. Möglichkeit, die letzte durch E. Und jetzt die erste durch B. Mal
man könnte das gleiche Raster für eine Übung mit einer Münze mit Kopf und Zahl. Vierzehn Möglichkeiten. Die letzte durch F. Die 18. Möglichkeit. Jetzt haben wir nur noch 2. 19. Letzte durch G. Und 20. Ist die alles nur ganz rechts und nachher nach oben. Wie wir sehen, haben wir 20 Möglichkeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist Anzahl richtige Lösungen durch Anzahl Möglichkeiten, hier 20. Wir können ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spinne durch die verschiedenen Punkte geht. Also die Wahrscheinlichkeit für A ist 20 durch 20 oder 1,0 oder im Prozent mal 100, 100%. Die Wahrscheinlichkeit für B ist 10 durch 20, das heißt 0,5 oder 50%. Die Wahrscheinlichkeit für C ist 4 durch 20 oder 0,2 oder 20%. Und die Wahrscheinlichkeit für D ist 1 durch 20 oder 0,05 oder 5%. Und so können wir also die Wahrscheinlichkeit für alle Punkte ausrechnen und so sieht es aus. Interessant zu beobachten, hier ist außer Anfangspunkt oder Endpunkt mit 100%, hier haben wir die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Spinne durchgeht, und hier am Rand die kleinste Wahrscheinlichkeit mit 5%. Eine andere Aufgabe. Wir haben eine, also 100 Kugeln oder 100 Zahlen, und wir ziehen 2 Zahlen. Und wir schauen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Lösung kommt. Hier fange ich mit den Möglichkeiten an. Zuerst alle Möglichkeiten mit der Anfangszahl 1. Also wie wir sehen, haben wir 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 und so weiter bis 100. 1, 1 haben wir nicht, weil wir schauen die Möglichkeiten, wie wenn die Zahlen nur einmal vorkommen. Also haben wir
99 Möglichkeiten. Und jetzt schauen wir alle Resultate mit der Anfangszahl 2. Hätten wir 2, 1, 2, 2 fällt, weil 2 mal 2 kommt nicht zweimal vor. 2, 3, 2, 4, 2, 5 und so weiter bis 200. Die 2, 1 können wir streichen, weil wie die vorher gekommen ist. Also hier hätten wir nur 98 Möglichkeiten. Mit der 3 genau das gleiche, aber wir können wir bis 3, 2 streichen, also nur ab 3, 4 bis 300. Das sind 97 Möglichkeiten. Mit 4 als Anfangszahl hätten wir eine Möglichkeit wenig, 96 Möglichkeiten und so weiter bis 99, also die Anfangszahl 99, und da würden wir alle Möglichkeiten streichen, außer die letzte 99, 100, das wäre 1. Mit Anfangszahl 100 hätten wir alle Möglichkeiten schon gehabt. Also, jetzt müssen wir alle Möglichkeiten zusammenzählen. Wir können die erste, also in die Spalten anschauen. Wir schauen die erste Spalte an mit 99 und die letzte mit einer Möglichkeit an. Wir addieren beide Spalten und jetzt teilen wir durch 2. So haben wir den Durchschnitt von den verschiedenen Spalten von 1 bis 99. Und jetzt multiplizieren wir das Ganze mit Anzahl Spalten und bekommen wir alle Möglichkeiten. Hier wären 4950. Wenn ihr das nicht verstanden habt, dann könnt ihr auch schauen, wie eine arithmetische Reihe funktioniert. Und jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Lösung kommt, ist 1 zu 4950, das ist 0,0002020, das würde eine Wahrscheinlichkeit von 0,02%